Hi Leute und herzlich willkommen zu einem ganz, ganz, ganz neuen Video von mir, beziehungsweise zu einem komplett neuen Konzept von mir, weil mich wirklich viele Leute gefragt haben, ob ich mich nicht mal in Real Life zeige quasi, beziehungsweise ob ich mal irgendwie so eine Art Vlog oder sonst irgendwas machen kann. Und genau aus dem Grund mache ich dieses Video hier und ja, so sehe ich in Real Life aus. Und bevor ihr euch aufregt, ich weiß, die Kamera ist nicht so ganz toll, weil das die Rückseitenkamera von meinem iPhone 5 ist und auch das Mikrofon vom iPhone 5. Ich brülle euch hier quasi gerade total an, weil ich kann hier nicht mein normales Headset aufsetzen, weil das wird total scheiße aussehen und wird meine perfekte Figur nicht so geil betonen. Nein, die sieht natürlich auch scheiße aus, aber egal. Und ja, ich habe irgendwie überhaupt kein Konzept für dieses Video, geschweige denn, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das mit diesem ganzen Vlog-Zeug oder sonst irgendwas überhaupt funktioniert. Ich mache das hier gerade zum ersten Mal, keine Ahnung, Leute. Und ja, es haben mich, wie gesagt, sehr viele Leute gefragt. Ich wiederhole mich irgendwie. Und deswegen zeige ich euch mich jetzt mal in Real Life. Und damit dieses Video hier auch irgendeinen Sinn hat, habe ich mir gedacht, ich verrate euch mal, wie es jetzt mit meinem YouTube-Channel so weitergeht, beziehungsweise was so als nächstes kommen wird. Als allererstes möchte ich mal sagen, dass ich ein neues Intro habe. Ich hoffe, das Ganze gefällt euch. War viel Arbeit. Das Ganze ist inspiriert, beziehungsweise einfach dreist geklaut von diesem Century Fox, glaube ich, heißt die Firma. Die haben diese Intros. Ich habe jetzt einfach mal das Ganze quasi mit meiner Beschreibung ausgelegt. Ich hoffe, das Ganze gefällt euch. Wenn ja, dann schreibt mir das doch mal in die Kommentare, ob ich jetzt dieses Intro verwenden soll oder das, was wir vorher hatten. Als allererstes mal zu dem, was mein Kanal ausmacht, beziehungsweise was so der Ursprung meines Kanals ist, wenn man das so sagen kann, und zwar die Tutorials. Bei den Tutorials wird größtenteils alles beim Alten bleiben. Ich werde das einfach in Zukunft so machen, dass wenn ich ich habe eine gute Idee für ein Tutorial, beziehungsweise wenn ich irgendeine Idee habe, die ich einfach unbedingt machen will, dann wird das auch weiterhin genauso kommen, wie ich mir das vorstelle. Aber auch wenn ihr gute Tutorial-Vorschläge oder Ideen habt, dann schreibt mir das bitte, bitte, bitte in die Kommentare oder schreibt mir eine PN, weil ich bin wirklich immer sehr, sehr dankbar für Vorschläge, weil ich natürlich selbst auch nicht unendlich Ideen haben kann. Das kommt irgendwie von selbst, fragt mich nicht wieso oder wann oder warum. Jedenfalls bei den Tutorials wird sich nicht viel ändern, es wird im Großen und Ganzen alles beim Alten bleiben. Als zweiten Punkt möchte ich natürlich auch die Let's Plays ansprechen. Da haben wir ja gerade Max Payne 3 und Euro Truck Simulator am Laufen und ich bin tatsächlich am überlegen, ob ich den Euro Truck Simulator vielleicht ab Folge 50 mal in eine Pause schicken sollte, da wir ja dann quasi schon 50 Folgen haben, welch Logik, und ich euch da vielleicht mal ein anderes Spiel zeigen will, vielleicht auch von einer ähnlichen Sorte, keine Ahnung, Spintress oder irgend sowas derartiges, vielleicht auch mal den Scania Truck Driving Simulator oder ähnliches. Da ich diese Spiele einfach unglaublich gern spiele, dachte ich mir, dass ich da vielleicht mal ein bisschen Abwechslung reinbringen kann. Die Betonung liegt auf Abwechslung. Wir werden natürlich dann später den Euro Truck Simulator 2 fortsetzen. Bei Max Payne würde ich gerne bleiben. Mir macht das Spiel persönlich sehr viel Spaß. Ich habe letztens schon wieder 11 neue Folgen für euch aufgenommen und die werden jetzt dann auch im Laufe der Zeit rauskommen. Das heißt, Max Payne würde ich ganz gerne jetzt noch eine Zeit lang aufnehmen. Wenn ihr euch was anderes wünscht, dann werde ich mir das überlegen, weil ich glaube, ich will nicht mehr als 3 Projekte gleichzeitig am Laufen haben, weil mir das einfach zu viel wird. Meine Videos kommen eh schon so unregelmäßig und das wäre mir quasi einfach zu viel. Und deswegen will ich maximal 2 Projekte haben. Falls ihr irgendwelche anderen Spiele sehen wollt, dann schreibt mir das bitte, wie gesagt, einfach in die Kommentare. Dann können wir da gern auch ein anderes Spiel spielen, das ihr wollt. Und als allerletztes möchte ich dann auch noch die für mich quasi ganz neuen Videos erwähnen, wie auch das hier eins ist. Also wenn ihr quasi eine Idee habt, boah, das könnte ich ja auch mal machen, keine Ahnung. Also ich im Sinne von mir,
dann schreibt mir das doch einfach mal in die Kommentare. Ich bin offen für Neues. Ich will auch mal andere Videostile ausprobieren. So ist, wie gesagt, auch dieses Video hier entstanden. Und deswegen würde ich mich auch extrem drüber freuen, wenn euch dieses Format, beziehungsweise wenn euch dieses Video hier gefällt, dann gebt diesem Video bitte einen Daumen nach hoch. Wenn euch das ganze Format nicht gefällt, dann gebt dem bitte einen Daumen nach unten, damit ich realistisch einschätzen kann, ob das der Mehrzahl von euch jetzt gefällt oder nicht. Und somit bedanke ich mich dann auch schon wieder recht herzlich fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn euch das Ganze gefällt, Daumen nach hoch, wenn nicht, Daumen nach unten. Und so wird es in Zukunft dann jetzt auch mit meinem Kanal weitergehen. Es wird sich nicht großartig was verändern, aber ich denke, ich kann euch darüber auch mal im Klaren halten quasi und das nicht nur für mich selbst entscheiden. Falls ihr sonst mit irgendwas nicht einverstanden seid oder sonst irgendeinen genialen Vorschlag habt, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Mir macht YouTube immer noch super Spaß. Ich glaube, das muss ich euch auch gar nicht erklären. Und ja, somit bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao! Jetzt Handy, bleib doch einfach so stehen. Was ist denn so schwer da dran? Mann.